liegt, löst eine chemische Reaktion aus, der man sich nicht mehr entziehen kann. Damit sind wir am Ende unserer ersten Sendung. Ich bedanke mich bei allen, die heute zugeschaut haben und den Mut hatten, mich anzurufen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und Sie haben einiges mitnehmen können. Und wenn Sie möchten, sehen wir uns kommende Woche wieder. Also wenn es zum Thema Liebe irgendwelche Fragen geben sollte, rufen Sie an. Ja, fabelhaft. Ich bin begeistert. Du warst fabelhaft. Das wird der Renner der Woche. Gratuliere. Danke. Du warst sowas von souverän. Danke. Hat es euch auch gefallen, wie du dich auf die Anrufe einstellen kannst? Kein Mensch wird glauben, dass du kein Profi bist. Das Erstaunliche ist deine Sicherheit. Ich habe schon viele vor der Kamera gesehen. Aber so etwas wie sie noch nie. Vielen Dank. Ich hätte das auf gar keinen Fall geschafft, wenn du nicht gewesen wärst. Du hast an mich geglaubt. Das ist wahr. Keine Ahnung wieso, doch du bist der geborene Dr. Amore. Beraterin in Liebesfragen, das bin ich. Liebling, tu mir einen Gefallen. Ruf deinen Freund Nick an und sag ihm, dass wir in ein paar Minuten rüberkommen, um die Premiere von Dolores zu feiern. Und ich sag, er soll unbedingt 2 Flaschen seines besten Champagners auf Eis legen. Er ist irgendwie was Besonderes. Oh ja, das kann man wohl sagen. Du hast wahnsinniges Glück. Ich beneide dich um ihn. Ich glaube, ich werde nie so einen Mann finden. Wie heißt es noch? Für jeden Topf gibt's einen passenden Deckel.